Hallo und willkommen zu einem zweiten Part von Goat Simulator. Und heute spielen wir Goat Simulator. Ich kann durch die Wand. Oh! Wieder was kaputt gemacht. Und heute werde ich meine Mission fortfahren. Viele Menschen wie möglich auf dieser Welt zu killen. Und warum ist diese Box? Ich habe keine Ahnung. Und da es ein sehr realistischer Simulator ist, werden wir auch realistische Sachen, die man als Sieger halt immer macht. Also Menschen töten, Autos ablecken und sehr hohe Höhen erreichen. Und ich würde sagen, erstmal brechen wir mal wieder aus und schleppen diesen kleinen Mann. Ja, wir kommen gegen die Kanone der Boxen. Ah, es hat so geklappt, wie ich dachte. Egal, du kannst rennen. Nicht! Hey, du hast keine. Ich würde erstmal sagen, über was die protestieren. Die protestieren gegen: Wir wollen kein Essen mehr, das aussieht wie ein Penis. Ich dumme Leute. Oh. Hier ist eine Party. Ihr habt die Schreie, denke ich mal, nicht gehört. Ich brenne! Ah! RIP. Oh mein Gott. Holy moly. Macaroni. Und boom! Komm jetzt da hoch. Nein, da oben ist irgendwas, so ein Gasteil. Haben wieder ein bisschen Sachen in die Luft jagen. So, jetzt machen wir erstmal wieder einen dramatischen Autounfall. Da brauchen wir ein großes Auto. So, das Spiel sehr realistisch ist, nehmen wir erstmal den Truck mit. Ja. Das ist realistisch. Herzlich willkommen zum realistischsten Simulator der Welt. Oh, das ist ein Truck. Boah, wir stecken. Ach, wir wollen die Menschheit aufrufen. Ja, komm mal. So, dich lassen wir jetzt hier liegen und warten, bis der nächste Truck kommt. Ich meine, ihr könnt sagen: Warten wir die. Du bist immer noch ein Psycho. Aber ich mach's trotzdem. Und dabei aktiviere ich noch Slow Motion. Was zur Hölle tue ich hier? Was? Drive me. Oh. Ich hätte in die andere, beinahe wäre ich in die andere Stadt gegangen. Bin ich gut. So, da bist du wieder. Ja, stehen geblieben. In die andere Stadt gehe ich gleich in der nächsten Folge mal. Deshalb wollen wir eine Mission vollenden. Ich habe eine Idee. Muss einfach warten, bis alle wieder hier sind. Dann ist alles wieder in Ordnung. Und wie ich dich ausrotte. Komm, dann. Warum habt ihr Angst, wenn ich einen Menschen ablecke? Ich meine, ihr leckt sich auch gegenseitig ab. Ich glaube, wenn er irgendwie Melonen ableckt und das R drückt. Nee, das ist nicht. Ich dachte, er kann eine Explosion putzen oder sowas. Da habe ich mal irgendwas gehört von. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Wir wissen, die andere Stadt mag ich ein bisschen mehr. Oh, hier oben ist ja so ein Teil. Und da ist richtig lustig. Ui. Da kann man sich mal die Stadt ein bisschen angucken. Also, da ist die Baustelle. Das könnten wir es eigentlich theoretisch. Nein, schaffen wir nicht.
Alter. So, wir sind im Schwimmbad angelangt. Und hier können wir eigentlich nicht wirklich viel machen, weil hier auch kein Wasser ist. Aber egal, ich glaube. Ja, ja, wir wollten das Paar da oben auseinanderziehen. Wir müssen nur die Frage, wie wir da wieder hinkommen. Ich glaube, früher habe ich wirklich irgendwie vom Kran aus geschafft. Aber ich glaube, es gibt noch einen Weg von hier unten. Is that a goat? Again? Du hast den Harry. Oh mein Gott! Ich bin sicher. Hab dich gerettet, mein Freund. Okay, du wirst sterben. Das ist realistisch. Geh einfach durch. Der Feuer läuft so lange. Wupp! Ich bin ein Tiger. Mit die Frau drin noch. Ja, der lebt noch. Entschuldigung, der kann nicht total. Die bleiben jetzt immer hier. Für sie keinen kommen. Wo? Heute würde ich woanders hin. Ich gehe mal in einen Ort, wo man sehr gut Menschen führen kann. Nämlich die Gravity Testing Factory oder Low Gravity Fit. Aber erstmal spielen wir Fußball. Mit dem Basketball. Wow! Und gibt mehrere Wege hier reinkommen, entweder man nimmt den leichten Weg das Tor oder man nimmt den Hardcore-Weg. So war das nicht geplant. Oder man nimmt den Weg. Fuck the police, okay. Das ist jetzt. Ich würde mal sagen. Wir dann weiter das neue Jahr beginnt. Oh mein Gott, ich habe aber einen Kritik. Machen wir jetzt mal ein paar Flips. Ja, nicht mit dem neuen Jahr zu tun, aber. Oh, das meinte ich mit dem neuen Jahr. So, Kanister-Flip. Egal. Zeit. Das ist Sparta. Oh fuck, was haben wir angestellt? Wow. Ich kann echt kein Fahrrad fahren. Ich werde mich auf die Suche nach Menschen machen. Ich bin ein Biest. Wir fressen. Da oben ist ein Mensch. Ich weiß egal, wie das scheiße ist, mir egal. Wie können wir da hoch? Ganz einfach, wir gehen einfach den Weg lang. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich will. Nein, ich mache nicht nochmal Sex. Bei 4 Minuten 7. Auf anderen Weg. Also Zeit. Kartonflip, den kann man nur. Ich wusste immer, dass ich Karton. Oh mein Gott! Stapelt sowas! Wenn man eins drückt, kann man so Ziegengeräusche machen. Ich glaube, irgendwas ganz Schlimmes. Das kann gar passiert nur, wenn man die Godlike-Ziege ist. Also die Königsziege. Ich bin wieder da. Madame. Und ihr Ende ist da. Sagen, wir gehen da jetzt rein. Und fliegen. Und entkommen aus der Fabrik irgendwie. Alle Bälle hier rein.
Versuchen wir nicht vom Baller zu gehen. Holy fuck, der ist wieder. Okay, wir sind unten noch nicht gekommen. Da ist der Ausgang. Höher gewinnen, höher, 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 wir brauchen höher. Das kommt hier nicht wieder raus. Aua. Ich bin noch drinnen. Das ist extrem. Quasi verschwindet und getaucht wieder auf. Whoop. Wie so ein Minecraft-Generator. Freiheit. Wir kommen nicht weg, wir werden hier reingezogen. Mein Gott! Da hinten ist die andere Stadt. Und dieselbe Stadt da hinten zufälligweise irgendwie auch. Alter! Mein Kopf ist wieder wenden drin. Aha. Alter, wir fliegen. Okay, wir suchen uns den Opfer aus. Auf dem wir explodieren landen wollen. Ich sag nur eins, Rest in Peace, Tiger. Wir werden dich niemals vergessen. Das ist Logik. Oh mein Gott. Er rennt ja immer noch hier rum. Ich meine, wir stehen alle wieder da. Tut mir leid. Ich meine, es dauert ewig Menschen. Ein Mensch zu töten, aber 370. Arsch. Bombe. Seht euch das an, das ist einfach grausam. Ich bin echt ein Psycho im Spiel. Die wollte fliehen. Ich nehme ich mit. Oh mein Gott, ich fliege. Weißt du was? Ja, das ist ein Teil. Cool. So. RIP. Oh! Super! Ich suche gerade etwas. Wo ist mein Schnee? Yippie-yay, ich freue mich. Okay, wir müssen die Menschheit irgendwie weiter ausrotten, aber wie sollen wir das machen? Warten, bis der Truck kommt. Wir laufen vom Truck vorbei. Der Truck kommt. Der Truck kommt. Wir müssen weg. Fliehen. Wir stellen uns im Truck. Ich wollte gerade doch im Flug ab meine Zunge dranhängen und dann mit ihm mitfahren, aber hey. Hat gut geklappt. Okay, ich würde vorschlagen.
Warum lebt ihr alle noch? Wie macht ihr das? Ihr seid Gott! Ich habe einen Freund mit. Ihr solltet wissen, ich habe 31 Abonnenten. Ich habe immer noch nicht mal 29 Abonnenten. Und ich hatte gestern oder vorgestern, glaube ich, noch 32. Irgendwie hat mich die abonniert. Ist mir eigentlich egal. Jetzt stellen wir uns einen Truck. Was? Hey, da oben war so ein Teil. Die man sammeln kann, diese. Und wir sind aus der Stadt raus. Jetzt genau jetzt sehen wir die Stadt nochmal. Die unsichtbare Wand schlägt uns gerade vielleicht wieder zurück. Da oben ist ein Teil, wie sollen wir da hoch drauf kommen? What the hell war das? Na, interessanter Trip. Können wir das nochmal machen? Ich weiß nicht, wie die Ziege, dass das die Ziege für einen Körper haben muss, um erstens so einen riesen Fall zu überleben und zweitens die lässt ja nachher auch noch vom Truck überfahren. Die Axt haben. Ja. Irgendwen werfen die ins Gesicht. Truck! Lass mich nicht! Egal! Schnell die Straße überqueren, bevor das nächste Auto kommt. Ich hab Zeit. Was ist eigentlich hier? Hier war ich noch nie. Cool. Warum liegen hier so viele Äste und Wurzeln, glaube ich. Achso. Echt dumme Menschen. Mein Gott. Danke. Liegt irgendwas? Cool, wir liegen Chip-Packungen, glaube ich. Egal. Ich würde sagen, das war's für das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, der das Video bisher gesehen hat. Ich weiß, das Play macht keinen Sinn, ist mir aber egal. Macht mir Spaß. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, schreibt vielleicht in die Kommentare. Ich werde so wahrscheinlich eine machen. In der nächsten Folge würde ich euch gerne ein paar Sachen zeigen zum Spiel und wir sehen uns beim nächsten Mal.